Und wenn er den Eifersuchtsfimmel wiederbekommt, dann machen sie Krach. Das habe ich auch so gemacht bei seinem Großvater. Und herrliche Erfolge erzielt. Also los, 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 los. Biesemeier. Frau Direktor. Ich warte draußen im Flur. Da ist es kühler. Ich bin so aufgeregt, wie vor meiner eigenen Verlobung. Frau Direktor, wer verlobt sich hier? Wer? Mit wem? Guten Abend. Guten Abend. Sie wünschen? Fangen Sie schon wieder an. Ich fange an? Sie fangen an. Ja, ich fange an. Aber mit der Versöhnung. So, mit der Versöhnung. Und dann sitzen Sie mit Ihrem Freund Bobby in der Loge und sagen ihm zärtliche Worte ins Ohr, ja? Moment mal, was? Ich sitze mit Bobby in der Loge und sag ihm zärtliche Worte? Ich hab's doch gesehen. Was haben Sie gesehen, ja? Ja, allerdings. Also du bist der größte Trottel, der mir je in meinem Leben begegnet ist. Was? Ich bin ein Trottel? Du hast zu mir Trottel gesagt? Jawohl! Und wenn du mir nicht glaubst, dass ich Bobby zugeflüstert habe, das wird ein ganz großer Erfolg. Du, dann geh ich, dann ist aus. Bitte? Wenn du durchaus willst, dann geh. Dann ist es eben aus. Gut, also dann geh ich. Jetzt ist aber aus. Für immer. Bitte, bitte, du hast es ja so gewollt. Also jetzt ist es eben aus für immer. Also aus! Jawohl! Aus! Frau Direktor! Frau Direktor! Na, was ist denn? Sie schlagen sich tot. Er macht einen Krach und denkt sich... Und was macht sie? Sie macht auch Krach. Sie kann Krach machen. Ausgezeichnet. Dann wird es eine sehr glückliche Ehe.